Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Handlauf montieren und somit für das Treppengelände auch richtig anbringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben vor unserer Haustür ein paar Treppenstufen nach oben, an der wir auf jeden Fall mal so einen Handlauf anbringen möchten, was natürlich für Kinder und vor allem auch für ältere Leute auf jeden Fall sinnvoll ist. Bei der Handlaufhöhe haben wir uns für das Standardmaß 90 cm Oberkante entschieden und das Ganze wird übrigens von der obersten Kante hier weggemessen. Bedeutet einfach, ich habe hier mal eine Wasserwaage hingehalten, mir ein Kreppband an die Wand geklebt und dann die Oberkante 90 cm angezeichnet und natürlich auch die Stelle, wo der Handlauf jetzt nach unten starten wird. Unten schaut es dann relativ ähnlich aus, nur dass ich meine 90 cm jetzt nicht von der untersten Stufe wegmessen soll, sondern hier mir nochmal eine Stufe dazu denken muss. Bedeutet, ich habe einfach 22 cm dazu gerechnet und von da aus gehe ich meine 90 cm hoch, was ich mir natürlich wieder auch angezeichnet habe. Und von dieser Markierung bis zu unserer Markierung dort oben, so lange sollte der Handlauf sein. In unserem Fall genau 180 cm. Im nächsten Schritt kann ich meinen Handlauf auch mal an die gewünschte Stelle halten, dass hier oben wirklich diese 90 cm sind. Und ich habe mir meine Abdeckung auch mal dementsprechend nach oben geklebt, dass sie natürlich jetzt nicht stören. Und dann können wir das Ganze auch mal bei unserer Wand anzeichnen, wo wir anschließend reinbohren müssen. Eine zweite Person ist hier natürlich auf jeden Fall hilfreich. Bei der Befestigung gilt auf jeden Fall lieber zu fest als zu locker, nicht dass das Ganze doch mal aus der Wand herausbricht, wenn man sich da abstützt. Und ich würde aber sagen, die Schrauben bzw. Dübel vom Hersteller schauen hier auf jeden Fall super aus. Die Bohrlöcher passen auf jeden Fall und jetzt kann ich die Spreizdübel auch schon mal in meine Bohrlöcher hier hinten richtig hineingeben. Damit ich beim Anziehen der Schrauben ein besseres Gefühl habe, würde ich auf jeden Fall einen Schraubendreher bzw. so eine Ratsche anstatt einem Akkuschrauber verwenden. Und wenn sich die mitgelieferten Dübel nicht per Hand reindrücken lassen, dann am besten einfach mit einem Hammer noch etwas nachklopfen. Unser Handlauf sitzt auf jeden Fall bombenfest, so wie es sein soll. Danach kann ich schon mal ganz einfach das Kreppband herunter machen, unsere Abdeckung über die Schrauben bzw. über die Halterung drüber machen. Und falls das Ganze bei dir auch relativ locker sein sollte, dann am besten einfach mal noch etwas Silikon verwenden. Bedeutet, ich kann einfach darunter nochmal einen kleinen Batzen Silikon draufgeben, das Ganze drüber schieben und normalerweise sollte dann die Abdeckung auch schon von alleine halten. Und wenn ich danach noch das Kreppband hier an der Wand entferne, dann habe ich auch schon unseren Handlauf einmal richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause auch so einen Handlauf aus Edelstahl oder Holz in den verschiedensten Varianten und Längen zulegen möchtest oder natürlich auch einen Akkubohrhammer, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.